So, hallo und willkommen zum Video 1.4 Kriterien für Extremstellen. Hallo zusammen. So, Extremstellen, was sind das nochmal? Das sind Maxima oder auch Hochpunkte genannt und Minima, auch Tiefpunkte genannt. Gucken wir uns maximal nochmal an. Ich habe hier gestrichelte Linien gemacht. Das heißt, ich will diese Stelle, die will ich genau beschriften. Wähle mal eine Schrift aus, beschrifte diese Stelle mit x0. Das ist eine bestimmte Stelle, x0. Gut, gucke ich mir hier nochmal an, die Ableitung hier. Das wissen wir schon, die Ableitung ist die Steigung, die ist hier 0. Das heißt, wir können hier schreiben mit einer anderen Farbe. An der Stelle, ich schreibe es mal neben dran, ist f' von x0 gleich 0. So, überlegen wir jetzt mal aus der 10. Klasse. Wie sind wir immer rechnerisch vorgegangen, wenn wir so einen Hochpunkt rechnerisch bestimmen wollten? Da haben wir zuerst die erste Ableitung hier 0 gesetzt. Dann wussten wir aber nicht, ist es jetzt ein Hochpunkt oder auch ein Tiefpunkt, weil auch im Tiefpunkt ist ja die erste Ableitung 0. Dann haben wir es so gemacht mit dem Vorzeichenwechsel der ersten Ableitung. Wisst ihr noch? Bis zum Hochpunkt steigt die Funktion, danach fällt sie. Das heißt, die erste Ableitung ist bis zu dem Hochpunkt positiv, danach negativ. Diesen Vorzeichenwechsel mussten wir immer nachweisen. Jetzt, wo wir die zweite Ableitung kennen und auch vor allem in Bedeutung, gibt es ein bisschen einen einfachen Weg, das auch rechnerisch rauszukriegen. Und zwar ist ja hier bei dem Hochpunkt die ganze Zeit eine Rechtskurve. Bei der Rechtskurve war die zweite Ableitung ja immer kleiner 0. Ich schreibe das mal auf. Die zweite Ableitung von x0 ist hier kleiner 0. Das heißt, wir brauchen nur das zu zeigen und wissen, es handelt sich um einen Hochpunkt oder ein Maximum. Gucken wir uns das beim Tiefpunkt an. Da geht es eigentlich genauso. Die Stelle will ich mal wieder genau beschriften. Das ist mein x. Jetzt nicht x0, das hatten wir schon. Nehmen wir mal eins weiter, x1. Hier auch wieder gucken wir uns die erste Ableitung an. Die ist auch klar wieder f', das war von der Stelle x1, ist 0. Und jetzt hier die zweite Ableitung, da es ja ab hier ungefähr eine Linkskurve ist, ist hier die zweite Ableitung größer 0. Zweite Ableitung von x1 ist größer 0. Und dann ist ein Tiefpunkt. Das heißt, wir haben jetzt hier ein genaues Kriterium. Hier, wenn die zweite Ableitung kleiner 0 ist, und natürlich die erste Ableitung gleich 0, ist ein Hochpunkt. Hier, wenn die zweite Ableitung größer 0 ist und die erste Ableitung gleich 0 ist, ist es ein Tiefpunkt. Und das ist viel einfacher, rechnerisch zu zeigen, als die alte Methode. So, die Zeichnung wollen wir natürlich jetzt noch sinnvoll ergänzen. Hier mit Hochpunkt und Tiefpunkt. Ich beschrifte das auch. Hochpunkt kann man abkürzen mit HP und Tiefpunkt kann man abkürzen mit TP. Und das Ganze wollen wir jetzt allgemein festhalten. Bevor wir jetzt zu der Regel kommen, übernehmt euch am besten dieses Beispiel jetzt direkt ins Heft, genauso wie hier, damit ihr euch später einfach gleich wieder daran erinnern könnt, um was es eigentlich geht. So, folgender Satz fasst das, was wir uns gerade am Beispiel überlegt haben, allgemein zusammen. Wenn f' von x0 gleich 0 ist und f2' von x0 kleiner 0, dann hat f an der Stelle x0 ein lokales Maximum, auch Hochpunkt genannt. Und wenn f' von x0 0 ist und f2' von x0 größer 0, dann hat f an der Stelle x0 ein lokales Minimum, was wir gerade eben Tiefpunkt genannt haben. So, da lokales Maximum, Minimum von uns als Begriffe noch nicht benutzt werden, unterstreichen wir uns die jetzt erstmal wieder orange, damit es beim späteren Durchlesen wieder ins Auge fällt. So, es wäre jetzt super, wenn diese zwei einfachen Bedingungen einfach immer so funktionieren würden und wir auf diese Art und Weise alle Hoch- und Tiefpunkte rausfinden könnten. Leider ist es wie so oft, es gibt nun mal doch ein paar Sonderfälle. Und einen davon wollen wir uns jetzt kurz auch mal anschauen. Also, und zwar handelt es sich um die Funktion f von x gleich x hoch 4. Der Funktionsgraph davon sieht ungefähr so aus. Und wir sehen auf Anhieb, da ist auf jeden Fall ein Tiefpunkt. So,
Gehen wir diese Funktion mal an. Wir bilden mal unsere beiden Ableitungen. F' von x wäre 4x hoch 3. Und die zweite Ableitung wäre 12x². So, nehmen wir an, wir kennen die Zeichnung nicht, wir wissen nicht, wie x hoch 4 aussieht. Wir wollen rausfinden, wo gibt es einen Tiefpunkt. Wir überprüfen zuerst, wann wäre denn die erste Ableitung 0. Das sehen wir auf Anhieb, wir müssen hier für 0 einsetzen. Also haben wir jetzt eine Stelle, die einen möglichen Tiefpunkt darstellt, nämlich x0 gleich 0. So, was müssen wir jetzt machen, um rauszufinden, ob es ein Tiefpunkt ist? Wir haben unsere Bedingung. Wenn f2' von x0 größer als 0 ist, dann ist es ein Tiefpunkt. Also, probieren wir aus. f2' von unserem x0, das wäre hier 0. Setzen das hier drüben ein. 12 mal 0 im Quadrat. Da kommt 0 raus. Was jetzt? Das ist weder größer 0 noch kleiner 0. Können wir sagen, naja, dann ist es eben kein Tiefpunkt. Die Bedingung ist ja nicht erfüllt. Eher schlecht, weil wir sehen, es ist ein Tiefpunkt. In diesem Fall müssten wir jetzt, um überprüfen zu können, ob es wirklich ein Tiefpunkt ist, weil das ja nichts bringt, die alte Methode machen, mit dem Vorzeichenwechsel. Da wollen wir allerdings an dieser Stelle jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, sondern wenn im Unterricht mal so ein Fall auftreten würde, dann klären wir es direkt dann. An dieser Stelle soll das einfach nur mal eine Information sein. Es kann vorkommen, aber wir können euch beruhigen, in einem Großteil der Fälle werden diese beiden Kriterien hier absolut ausreichen. Machen wir diesen Sonderfall einfach direkt wieder weg. Das war eine kleine Information. Es reicht völlig, wenn ihr diesen Merksatz aufschreibt. So, dann kommen wir jetzt zu den Aufgaben. So, hier ist unser erstes Beispiel. Bestimmen Sie Hoch- und Tiefpunkte der Funktion f von x ist gleich 1/3 x hoch 3 minus x² plus 2. Ihr könnt es gerne mal versuchen, das selber zu lösen, ob ihr das hinkriegt. So, und hier haben wir auch schon die Lösung. Gehen wir sie mal durch. Die erste Ableitung ist klar, ist x² minus 2x. Die zweite Ableitung ist 2x minus 2. Ich denke, das habt ihr alle hingekommen. Machen wir unseren Dreischritt. Der ist auch uns besonders wichtig, dass der sehr ausführlich aufgeschrieben wird, weil da entstehen die meisten Fehler. Erstens, wir gehen durch, die erste Ableitung muss 0 sein. Das heißt, wir schreiben es hin, x² minus 2x ist 0. Und hier ist jetzt was Schwieriges. Hier muss man x ausklammern. Dann steht x mal, Klammer auf, x minus 2 gleich 0. Denn das Ganze hier, dieses Produkt, ist dann 0, wenn das hier 0 ist oder das hier 0 ist. Diese Faktoren. Das ist 0, wenn x 1 0 ist. Weil 0 mal, egal was, gibt 0. Das hier ist 0, wenn x 2 ist. Weil dann ist das hier 0. Und 0 mal, egal was, gibt auch 0. Also x 1 ist 0, x 2 ist 2. Wenn ich ganz kurz an der Stelle einhaken darf, natürlich könntet ihr an dieser Stelle bei x² minus 2x auch die Mitternachtsformel machen, wie ihr sie kennt, zum Ausrechnen von Nullstellen, weil wir hier sozusagen ja die Nullstellen von dieser Funktion suchen. Was euch Herr Fähnrich hier gezeigt hat, ist allerdings in dem Fall eine etwas elegantere und schnellere Variante. Die andere könnt ihr natürlich aber auch so machen. Gut, dann gehen wir zum zweiten Schritt. Wir gucken, ist es ein Hoch- oder ein Tiefpunkt? Dazu setzen wir es in die zweite Ableitung ein. Dieses x. f2' von 0 ist hier ausgerechnet, minus 2 ist kleiner 0. Damit wissen wir, es ist ein Hochpunkt. Analog hier, f2' von 2 ist ausgerechnet, 2 ist größer 0, dadurch ist ein Tiefpunkt. Drittens, wir haben jetzt den x-Wert berechnet, wir haben die Art der Extremstelle berechnet, Hochpunkt, Tiefpunkt. Jetzt müssen wir noch den y-Wert berechnen. Das heißt, wir setzen die x-Werte ein in die Funktion hier oben. Hier ist einfach, f von 0 ist einfach 2, das ist der Hochpunkt 0, 2. Wenn wir es hier einsetzen, 2 in die Funktion, ist ein bisschen schwieriger, dann steht hier 1/3 mal 8 minus 4 plus 2. Wir vereinfachen es. Hier ist es sehr einfach zu vereinfachen, indem man die 2 auf 6/3 bringt und kommt dann auf 2/3. Das ist der Tiefpunkt, hat die Koordinaten 2/2. So, und dieses Beispiel ist extrem wichtig und deswegen schreibt dieses Schema auch ganz genau ins Heft ab. So, wir kommen jetzt noch zu einem zweiten Beispiel. Das haben wir hier schon vorbereitet. Wichtig ist es bei diesem Beispiel,
Das müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Ihr findet dieses Beispiel genauso im Buch auf der Seite 25. Dort ist es Beispiel 2. Schaut es euch jetzt hier im Video an, wo wir euch was dazu sagen. Aber aufschreiben müsst ihr dieses zweite Beispiel jetzt nicht. Wir haben hier abgebildet eine Funktion, und zwar direkt eine Ableitungsfunktion. Also Vorsicht, hier ist nicht f von x, sondern es ist direkt die Ableitung angegeben. Welche der folgenden Aussagen über die Funktion f sind wahr, welche falsch? Begründen Sie Ihre Antwort. Wir müssen jetzt also aufpassen, dass sich alle Aussagen hier jetzt nicht auf die hier gezeigte Funktion beziehen, sondern auf die eigentlich ursprüngliche Funktion, von der das hier die Ableitung ist. So, kommen wir direkt zur Teilaufgabe a. Für minus 2 bis 2, also für diesen Bereich, wenn x in diesem Bereich liegt, ist f monoton wachsend. Trifft es zu. Wir erinnern uns, was haben wir gesagt, wann ist eine Funktion monoton wachsend? Das ist dann erfüllt, wenn ihre Ableitung größer gleich 0 ist. Größer gleich, aus dem Grund, weil es nur monoton ist, bei streng monoton wäre es größer. In dem Fall aber nur größer gleich. Wir schauen rüber zur Ableitungsfunktion von minus 2 bis 2. Ist diese Funktion überall größer oder gleich 0? A trifft also zu. Kommen wir zu B. Für minus 2 kleiner x kleiner 2, also auch wieder in dem Bereich, gilt f2' von x ist größer 0. f2' ist ja auch nur die Ableitung von f1'. Das heißt, wenn f2' von x größer 0 ist, heißt es, dass f' von x, das was wir hier sehen, in dem Bereich die ganze Zeit steigen müsste. Denn f2' ist ja nun die Steigung oder die Ableitung von f'. Wir gucken es uns hier an, in dem Bereich von minus 2 bis 2. Da steigt sie manchmal, manchmal fällt sie auch, dann steigt sie wieder, dann fällt sie. Also ist sie auf jeden Fall nicht, steigt sie nicht die ganze Zeit, die erste Ableitung. Und deswegen ist die zweite Ableitung auch nicht die ganze Zeit größer 0. Das heißt, das ist falsch. Kommen wir zu C. Der Graph von f ist symmetrisch zur y-Achse. Wir können damit jetzt ganz schnell der Fehler passieren, dass man sagt, naja, ist doch eindeutig, wenn man das anschaut, dass es achsensymmetrisch passt. Vorsicht! Das hier ist ja nur die Ableitungsfunktion. Hier ist von der eigentlichen Funktion die Rede. Die Ableitungsfunktion ist in diesem Bereich hier, den wir vorhin betrachtet haben, die ganze Zeit größer gleich 0. Das heißt, die Funktion muss irgendwie so verlaufen, sie steigt, sie steigt, sie steigt, irgendwo hier steigt sie mal nicht mehr, aber danach steigt sie, steigt sie, steigt sie weiter. Und eine Funktion, die symmetrisch wäre zur y-Achse, müsste zunächst mal steigen und dann wieder fallen. Oder erst fallen und dann wieder steigen. Das heißt also, diese Aussage hier ist auch falsch. Kommen wir zu D. Der Graph von f hat im abgebildeten Bereich 3 Extremstellen. Überlegen wir uns nochmal, Extremstellen heißt, die Steigung ist 0, das heißt, die erste Ableitung ist 0. Gucken wir es uns an. Wir haben hier wirklich 3 Stellen, wo die erste Ableitung 0 ist. Ich zeige es gerade mal. Da, hier und da rechts. Gucken wir uns die erste an. Ja, hier haben wir auch einen Vorzeichenwechsel der ersten Ableitung, das heißt, vorher war sie negativ, danach ist sie positiv. Das heißt, hier haben wir auch einen Tiefpunkt. Das heißt, hier haben wir eine Extremstelle, weil ein Vorzeichenwechsel vorliegt. Gucken wir uns die zweite an. Da findet kein Vorzeichenwechsel statt. Das heißt, es ist auch keine Extremstelle. Man kann sich auch so überlegen, vorher ist die erste Ableitung positiv und danach ist sie positiv. Das heißt, die Funktion steigt die ganze Zeit. Da kann weder Hoch- noch Tiefpunkt sein. Gucken wir uns das dritte Stelle an. Da ist wieder ein Vorzeichenwechsel und zwar von Plus nach Minus. Das heißt, vorher steigt sie, danach fällt sie. Das heißt, es ist ein Hochpunkt. Das heißt, wir haben hier nur 2 Extremstellen und nicht 3. Diese Aussage ist auch falsch. Wir geben zu, dass das hier für diese Art von Aufgaben ein sehr schwieriges Beispiel ist. Ihr könnt die Lösungen dazu trotzdem nochmal, also wie man sie aufschreibt, im Buch auf Seite 26 nachschauen und wenn ihr einzelne Fragen habt, benutzt die Kommentarfunktion. Ansonsten werden wir solche Art Aufgaben, wo solche Fragen, ob sie bzw. Behauptungen, ob sie wahr sind oder nicht zu entscheiden sind, das werden wir im Unterricht auch nochmal gemeinsam üben, sodass ihr da auch sicher werden könnt. So, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.